Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind hier in der Kampagne mit Barbarossa, einem römischen Kriegsherrn, der nichts Geringeres im Sinn hat, als den Deutschen ordentlich einzuheizen. Und wir sind eigentlich dabei, uns hier zu schützen. Im letzten Part, was uns auch sehr gut gelungen ist. Doch jetzt wird es Zeit, dass wir einen Angriff starten. Das heißt, wir brauchen Einheiten. Viele, viele, viele Einheiten. Wow, wir können auch einen Paladin machen. Das freut mich persönlich sehr. Ich werde da gleich mal auf das Essen warten, bis das fertig ist. Jo. Weil das eine gute Idee hoffentlich ist. Ja gut. Wartet. Du kriegst auch ein Feld. Ist eigentlich eh wurscht. So. Perfekt. Palatine werden wir dann auch so schnell wie möglich entwickeln, denn die halten richtig was aus. Hier haben wir dann auch schon unseren einen guten Schutz. Wir brauchen dann nur Stein. Haben wir hier noch irgendwo Stein? Ich glaube, Stein ist alle, ne? Oder? Nein, hier haben wir noch was. Okay, dann würde ich vorschlagen, ihr drei geht's einfach mal da unten Stein abbauen. So. Ich hoffe, die kommen da irgendwie drum herum. Da so. Was, Ding Dong? Wer macht Ding Dong? Ach so, ja, ja. Macht's nur, ich werde sie gleich umgeschossen. Uwere. Ei, Hauptturm entwickeln. Aha. Entwickelt Wachtürme weiter und beschert ihnen Haupttürme, die stärker sind und mehr Angriffsstärke, Reichweite und Panzerung haben. Sehr gerne. Das machen wir noch vor dem Palatin. Auf jeden Fall. So, warte. Du kriegst auch ein neues Feld. So, ihr drei seid fertig. Ihr könnt derweil hier beim Holz, sage ich schon, beim Steinbau, Abbau helfen. So, jetzt habe ich es. Ding Dong, wo ist schon wieder Ding Dong? Wieso Ding Dong? Hier, ja, gut, die werden ja umgeballert, nur Probleme. 6000. Dann haben wir hier hoffentlich einen recht guten Schutz. Ich merke gerade, ich hätte vielleicht die Wand darunter so bauen sollen. Wartet mal, ihr zwei. Aber da ist halt das blöde Holz im Weg, ne? Ich hätte so bauen sollen. Ach, ist doch wurscht. Ist ja wurscht. Hey, wo kannst du hin? Da helfen. Ist ja wurscht. So, du fährst mal ein Stück zur Seite. So, dass die arbeiten können. Was, da haben wir fertig entwickelt. Glühendes Geschoss. Türme richten bei Schiffen 125% mehr Schaden an. Und bei Burgen 25 mehr. Was soll denn das bringen? Bogenschützen, Dorfzentren, Burgen, Galeeren, Wikinger, bla bla bla. Mongolische Mangudei schießen genauer auf bewegliche Ziele. Das wäre gut. Was haben wir da? Ja, da möchte ich noch gerne ein bisschen warten. Da ist der Bass dabei. Marktkan, was ist das? Senkt die Handelsgebühr auf 15. Das ist das hier, ne? Handelsgebühr. Hoffe ich halt. Ich probiere es mal aus. Bam, bam. Ja, da wird fleißig gearbeitet. Passt. Ich werde gleich euch dreimal hernehmen. Und ihr fängt gleich mal an, hier die Dürmchen zu bauen. Ein Turm. Der zweite geht sich normal auch schon aus. So. Dann hier noch einer und hier noch zwei. Das müsste dann schon passen. Dann müssten wir hier eigentlich recht sicher sein. Gut. 1300 Nahrung. Okay. Da fehlt noch ein bisschen was.
Attribut, ja, Markt kann das, wir haben ja keinen Verbündeten, ne, wo das jetzt sinnvoll wäre. Aber die Stadtpatrouille werden wir machen, um die Sichtweite aller Gebäude um plus 4 zu erhöhen. Oder, wartet, wir haben gleich für den Chevalier genug, und zwar jetzt. Passt, perfekt. Dann ist der gute Chevalier zuerst dran. Passt, das Dümchen hier ist auch gleich fertig. Haben wir schon Hauptturm? Oh ja. Sehr fein. Wir können ja auch ein paar Kanonentürmchen bauen. Huch. Wow. Wir können ja auch ein paar Kanonentürmchen bauen. Oder entwickeln, besser gesagt. Hier. 800 Nahrung und 400... Alter Schwede. Ja. Das kostet euer Geld. Und dann mache ich hier nur... Also hier wäre ein Kanonenturm, supi. Dann mache ich hier noch einen normalen hin. Genau. Aha, Feldstein, okay. Jetzt passt's. Hier und hier. Und da ein Kanonentürmchen zum Beispiel. Ne? Das müsste ja recht gute Verteidigung schon mal sein. Gut. Die Stadtdingspatrouille passt auch. Können wir auch schon machen. Und hier bei euch. Mönche haben plus 3 Reichweite für Bekehrungen. Das machen wir auf jeden Fall mit. Gut. Was haben wir hier noch? Ja. Die Säge, 300 Nahrung, brauchen wir bewarten. Hier ist alles fertig entwickelt, das ist schön. Oh, was haben wir hier? 3 Felderwirtschaft entwickeln. Felder produzieren plus 175 Nahrung, sodass sie länger bestehen, bevor sie sie erneuern müssen. So. Bevor sie sie ernten müssen, genau. Alter Schwede. So. Na, kommt's her? Jawohl, das machen wir gleich. Changa. Weil der Kanonenturm trifft den da vielleicht dann auch. Ist sicher nicht so verkehrt. Was haben wir denn da? Dorfwohner errichten Gebäude schneller. Ja, wäre auch nicht schlecht. Verstärkt alle Gebäude, indem sie Lebenspunkte um 10 erhöhen. Mit Durchschlagspanzerung, normaler Panzerung und Gebäudepanzerung. Aha. Belagungswaffen haben plus eine Reichweite. Außer Rahmen und Dings gibt mehr Schaden auf Gebäude, okay. Na, ja, da. Baukran wäre nicht so schlecht. Baukran wäre. Oh, ist jetzt fertig. Bitte, dann dürft es darauf. So schön langsam gehen uns die Ressourcen aus. Da nimmt nichts schön. Nichts schön tut sein. So, ah, wir sind sicher. Das ist wichtig. So, der verehrte Baukran. Wobei ist es auch. Es ist ein Schwachsinn, oder? Scheiß doch der Hund drauf, wir haben doch Zeit. Wartet. Wäre es besser, wenn wir ein bisschen noch auf den Kanonenturm warten? So. Würde ich jetzt mal sagen. Mönche gewinnen ihren Glauben nach gelungener Bekehrung 50% schneller zurück. Das ist auch nicht schlecht. Ihr könnt schon schießen, das macht uns gar nichts aus. Ja, ja, nur nieder mit dir. Da haben wir gesagt, sind wir so gut wie fertig. Töter und Infanterie mit Wirkung voller Panzerung und Trägen. Okay. Die werden halt auch nicht schlecht zu entwickeln, ehrlich gesagt. Wir können ja schon mal zur Gaud ein paar herrschen. Oder? Warte. Machen wir vorher noch den Kanonenturm. So, bisschen Essen noch, bitte. Ja. Ja, ihr seid arbeitssuchend. Ich weiß, eine von euch eigentlich könnte Tete tun. Da, so ein Feld bekommen. Passt. Komm, geh doch sterben, ha? Das ist ja nicht zu viel verlangt. Perfekt, wir können den Kanonenturm entwickeln. Sehr schön. Und dann werden wir auch gleich mal ein paar bauen. Was? Wo? Sehr schön. Ich muss jetzt auch gleich jemanden zwecksentfremden. Ich nehme mal dich daher. Du baust mir bitte den Turm wieder zusammen. Gut.
Blümchen müsste bald fertig sein. Jetzt denkst du, ne? Der Ritter hat überhaupt keine Chance, ne? Zack, und ist schon hin. Ha! Aber wo sollen wir angreifen? Ich würde fast sagen, die, ne? Die wirken recht schwächlich, hoffe ich halt. Und vielleicht die da. Also Violetti und Orangeli. Dass wir die zwei besiegen, würde ich mal vorschlagen. In Klammer hoffe ich, dass das klappt. Gut, der Turm wird schön repariert. Das freut mich. Das freut mich sehr. Dings ist fertig, schön. Belagerungsdingens, ja, das können wir theoretisch auch schon mal entwickeln. 500 Hammer, Holz 600 Hammer auch, passt. Und ihr zwei, schauen wir mal, wie teuer ist denn der Kanonturm? 150 Steine und Gold, passt, das geht. Würde ich sagen, knall ich mal hier so Turm hin und da vielleicht noch ein. Dann kann der schon mal da ein paar Kanönchen schießen. Ich hoffe, das bringt sich was. Hier werde ich vielleicht auch einen hier und einen hier bauen. Mal schauen. Hier wäre es auf jeden Fall interessant. So, du gehst zurück zu deinem Feld. Bitte schön. Du kriegst auch ein neues. Bam, bam, bam. Und dann können wir Schiss Amelie aufbauen. Also, ich mach da mal... Ja, okay, zwei. Oder wartet. Wartet. Ich spare ein bisschen zusammen, dass wir sie gleich aufwerten können. Ist vielleicht besser. So, da muss man mal schauen. Wir sind zu zweit, ja, ja. Dümchen ist... Wow, und es geht schon, ne? Boom. So. Dann vielleicht... Oder tun wir hier zwei? Ich meine, die Reichweite ist echt groß. Können wir hier zwei machen, glaube ich. Schaut besser aus. Warum gehst du da außen rum? Du bist ein bisschen komisch, echt. Vielleicht sollte ich dir da schon mal einen anderen Auftrag geben. So, hier vielleicht. Geht hier noch einer aus? Ja. Hier vielleicht. Alter, wir müssen so sicher sein, ne? Zwei Kanonentürmchen überall, dann bei jeder Ecke. Das muss echt super gehen. Was? Feld ist abgeerntet. Okay. Also, neues Feld, du auch, du sowieso. Dann hier wäre noch gut, so ein Kanonentürmchen da oder hier. Da haben wir jetzt eh schon frei gearbeitet. Ich würde mal sagen, wir sollen sowieso da drüben weitermachen, vielleicht anfänglich. Also dann hier ein Kanonentürmchen, da ein Kanonentürmchen, hier und hier vielleicht, dann müsste es passen. Ja, ja, ihr könnt schon kommen, ne? Ihr werdet da alle umgemäht. So, du kriegst auch ein neues Feld. Na, bitte. Wie? Lol, es fehlt an Holz. Wo wäre? Passt. Sind wir wieder im Rennen, das ist schön. Du tust helfen hier. Perfekt. Dann sind sie wieder zu zweit. Na, das schaut dir recht super aus. Also ich bin dann schon sehr zufrieden. Ein bisschen Nahrung braucht man noch. 1200 Nahrung noch und dann wird die Armee produziert, dass die Schwarte kracht. Die Schwarte. Gold haben wir ja richtig viel. Das freut mich ja ganz besonders. Was machst du da? Geht dann da halt daher, wenn es nicht anders geht. Da, so zum Beispiel. Und seid euch nicht gegenseitig im Weg. So. Jawohl, perfekt. Dann, wie gesagt, hier kommt ein Kanonentürmchen hin. Und ich würde gleich sagen, hier. Aber ich lasse die Leute hier hin. Warte mal, was ist das für eine Baustelle da? Geht ja gar nicht. So, nein, jetzt. So. Weiter ran, bitte. So. Wo wäre? Jawohl, schön heilen. Merci. So,
Jawohl, wir können die Deutsch-Dinger da entwickeln. Die Deutsch-Schäler heißen sie, ne? Deutsch-Ritter, so. Deutsch-Ritter, so. Templer müsste es eigentlich fast heißen, oder? Sind sowas nicht immer die Templer, also die Templer-Ritter gewesen? Ich bin zu schlecht in sowas. Aber gleich sind sie fertig. Bam! Und wir können schon die ersten erbauen. Passt, Kanonentürmchen ist gleich fertig. Und passt, das nächste. Na, jetzt ein bisschen außenrum. So. Ja, ja. Dann werden wir aber weiterhin. Weil ein Deutschscheller ist ja eine Infanterieeinheit, ne? Normalerweise müssten sie Infanterieeinheiten sein, ne? Das heißt, wir werden auch hier in der Schmiede, weil, also für Infanterie die Sachen da entwickeln. Was haben wir da? Verstärkt alle Gebäude. Das können wir auch machen. Da fehlt uns noch ein bisschen Nahrung. Komm, komm, Nahrung. Was? Die zwei sind auch fertig. So, dann gehört nur noch hier was her. So, besser als so wird das halt. So, echt? Bleibt mal ein bisschen weg. Wir müssen jetzt warten, bis die gestorben sind. Und dann bauen wir schnell den Turm hin. Boah, das dauert ewig. Versucht's mal hierher zu gehen. Ich hätte es nicht so blöd bauen sollen, ne? So. Vielleicht reicht es, wenn wir hier ein Kanonentürmchen bauen. Aber es wirkt, es hat fast so den Anschein, dass die Violetten schwächer sind. Ja, oder? Ja, ich glaube, das, ja, das ziehen wir schon so durch. Das wird schon. Zur Not könnte ich hier noch einen Kanonenturm bauen. Da müsste dann auch recht gut schützen, glaube ich. Dann passt das schon so. Werde ich, glaube ich, echt so machen. Da noch einen zweiten. Und dann passt das, glaube ich, schon. Feine Geschichte. So, dann tun wir die Armee weiter aufbauen. So, dann brauchen wir dann einen Haufen Nahrung. Ich freue mich schon, wenn die zwei da fertig sind. Die kriegen sofort ihre Felder. Die können da gleich weiter Essen machen. Wie schaut es hier aus? Schwerer zu bekehren. Boah, das ist auch schön teuer. Mönche können feindliche Mönche bekehren. Mönche bewegen sich 15% schneller. Das mache ich mal. Das ist recht günstig und doch praktisch. Ihr drei habt nichts zu tun. Wow, ihr da oben seid auch fertig. Schlecht. Ha, dann tut ihr halt beim Holz weiterhelfen. Und was ich mit euch anstelle, habe ich jetzt keine Ahnung. Soll ich da alles Felder machen? Oder ich schicke die Leute, ich mach da ein Holzfällerlager her. Vielleicht die sollen da mal das Holz abbauen oder da irgendwo. Ich brauche dringend neue Ressourcen. Oder ich kill ein paar und mach dafür eine Armee draus. Also mehr Leute da, ne? Wäre vielleicht auch nicht so blöd. Dass ich 5 einfach mal weg tue. Mach mal einfach mal, ne? 5, warte. 2, 4. Mach mal die mal platt. 3, 4. Und der 5. Passt. Jetzt haben wir wieder mehr Platz. Weil die haben das Gold ja eh schon so gut wie abgebaut. Das, da müssen wir jetzt eh nicht mehr so viel Schub geben, weil 3000 haben wir eh. Passt. Dann tun wir weiterentwickeln. Plattenpanzer. 300 Nahrung und noch ein Dingens. Ja, das brauchen wir auch. Da sind wir soweit fertig. So, mal 5 entwickeln wieder. Oder machen wir einen 6. draus. Perfekt. Dann geht sich auch vielleicht einer aus. Ein zweiter wäre auch schön.
Ja, da kriegen wir schon eine schnicke Armee zusammen. Eine schicke Armee. Schicke, schicke. So, ihr zwei seid da fertig. Passt, das sehe ich gern. Denn ihr bekommt jetzt endlich eure Felder. So. Ich könnte ja auch einen Hafen machen, ne? Hier so. Und die abfahren lassen hier eigentlich, ne? Aber keine Ahnung. Zurzeit ist es noch nicht Not. Da, ich habe fast die Bogenschützen vergessen, ne? Ich... Pfosten. Ideal für Blitzangriffe. Besonders nützlich im Feld aus der Entfernung. Panzerung, den Geschützangriffe, Angriffsbonus gegen Schützen. Ja, ich bin halt wieder so ein berittener Bogen-Fan, die können wir leider nicht weiterentwickeln. Leichter Kanonier, kraftvoll im Nahkampf und präzise auf Entfernung. Angriffsbonus gegen Infanterie. Und wenn ich da mal so ein Armbrustschützen gespannt wieder mache, ist vielleicht nichts dabei, oder? Oh, wie schaut es hier aus? Da sind wir fertig. Ah, was fehlt? Ein bisschen Nahrung noch, okay. Ja, jetzt passt's. Bam, bam, bam. Schön langsam wird unsere Armee stark. So, dann werden wir mal uns da oben positionieren. Belagerungswaffenmäßig. Ich würde sagen, vielleicht zwei Drehböcke oder so. Die lasse ich auch mal mit darauf rollen. Bam, bam, bam. Dam, 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 da, dam. 7, 8, 9, 10. 10 mache ich mal. So, die lasse ich gleich da oben hinlaufen. Und dann hoffen wir mal das Beste, ne? Dass das gut hinklappen, also gut funktionieren wird. Hier wird eh fleißig Essen gemacht, das ist schön. Entwickeln, entwickeln. So, Potkin-Pfeil. Bogenschützenbrille, Bogenschützengalären, bla bla, plus ein Angriffsstärke, auch für Türme, Burgen und Dorfzentren und eine Reichweite, sehr schön. Ja, vielleicht, ne, wenn die da schon, vielleicht kann die Burg da ja noch ein bisschen aushelfen, ne? Dam, daram, bam, bam. So, wie schaut es hier aus? Ja, da wird brav entwickelt, das passt. Mhm. Was? Wer kommt? Wer wagt es? Hm, keine Ahnung, ist schon vorbei. Einmal ein bisschen Panik und es ist dann schon wieder aus. Gut, ihr drei, ihr habt nichts mehr zu tun. Ihr bekommt einfach, ja, ich würde sagen, hier ein Holzfällerlager. Würde ich sagen, so vielleicht. So, Alter. Den hat es wieder wie grob erwischt, ne? Hervorragend. Okay, die Türme beschießen sich gegenseitig, weil es gerade jetzt so wunderbar ausgeht. Hervorragend. Was haben wir denn hier noch? Türme richten bei Schiffen mehr Schaden an, bei Burgen auch. Ja, ist ja eigentlich wurscht, oder? Machen wir das halt auch mit. Und hier haben wir noch den Lederpanzer für Bogenschützen. Damit bekommen sie eine normale und eine Durchschlagspanzerung geschenkt. Und zwar die Bogenschützen und die berittenen Bogenschützen. Alles klärchen. So, dale. Jo, ist ja eigentlich nicht so schlecht, ne? So ein Dingens. Das geht ja. Häse? Wie groß sind wir schon? Wir sind fast fertig. Dann können wir uns ja schon mal einen kleinen Angriff wagen. Ich würde auch vielleicht... Wow, aha, wir haben Belagerungskanonen. Interessant. Die treffen halt nicht wirklich gut. Nehmen wir welche mit. Nehmen wir drei mit, das passt schon. So.
Ich denke, Bogenschützen haben wir genug. Vielleicht noch ein paar Elite-Deutsch-Ritter. So, jetzt habe ich es. So, ebenfalls da oben hin. Die Mönche sind ja auch mit dabei. Es dauert ewig, bis die beiden dahin sind, echt. So, was haben wir noch? Kettenhemd für Bogenschützen entwickeln. Die berittenen Bogenschützen, okay, werden nochmal supportet, kriegen eine normale, zwei Durchschlagspanzerung, machen wir das auch. Können wir ja ein paar machen zum Spaß, ne, wenn es uns mal lustet. Mein, ja. Wenn es passt, ne. So, wow, das Gold ist somit auch schon verbraucht. Schaut mal. Jetzt geht's ans Verkaufen. Oder wir finden dann rasch Ressourcen. Schön, ne? Hier. Die hatten keine Chance. So, ein bisschen warten noch. Wow, neues Feld. Bitteschön. Zwei Einheiten noch und wir sind voll. Was? Wer wagt es? Ah, da drüben war so ein Hampelmann. So, sind wir fertig? Zwei Leute noch. Einer, okay. Ja, weil das Gold halt fehlt. So. Das müsste fürs Erste wieder reichen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ach so, ein bisschen wenig Essen noch. Kommt schon. Essen, haba, haba. So, passt. Dann sind wir auch schon voll. So, wenn der da angekommen ist am Ziel, dann kann schon losgehen. Passt. Ich gehe mal mit diesen Leuten hier. Warte mal. Mit denen gehe ich vor. So. Die sind zum Schützen gedacht. Also her damit euch. Und ihr zwei bleibt mal ein bisschen im Hintergrund. Oh mein Gott, ich habe den Paar zu viel überzogen. Upsi. Ups, das war keine Absicht. Ja, wir müssen den Paar beten. Wir müssen den Part beenden. So, na, mach hin. Läuft gar nicht so schlecht, muss ich sagen. So, einmal noch. Und dann passt das schon. Jawohl, perfekt. Ihr könnt es dabei euch hier hinstellen. Also gut, ihr Lieben. Im nächsten Part geht's weiter. Ich sehe schon, hier haben wir Gold. Das heißt, ich werde auch gleich mal ein paar Leute... Na, was machst du? Ich werde gleich mal ein paar Leute einteilen, dass sie dort Gold sammeln gehen. Vielleicht ihr drei. Oh. Ihr könnt da schon mal Gas geben, ne? Du machst den platt. Komm, platt machen. Ich wollte jetzt die drei nehmen und noch ganz schnell einteilen, dass sie da oben ein Bergbaulager bauen sollen. So. Ihr dürft übrigens angreifen, ja? Ja. Ja? Ja, ihr dürft's wirklich, ja. So, ihr dürft's auch mitfahren. Vielleicht hierhin. So. Wow, das geht recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, zu meiner Verwunderung. So. Ihr könnt euch dann hier einfach so hier hinstellen. Ihr bleibt vielleicht ein bisschen da. Komm. Was? So, einfach mal hier hin. So ein bisschen. So. Ihr drei helft damit. So, ihr macht hier noch. So. Also gut, ihr Lieben, ich muss jetzt echt aufhören. Ich habe viel zu viel überzogen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Oder machen wir denn noch fertig?
machen wir die Bagage noch fertig. Halt! Jetzt Marsch! Da, rauf mit euch! Rauf da mit euch! Hier tut's bitte die Leute da plätten. Zusammenpacken. Na, wo seid ihr? Bitte denn da. Die Leute kaputt machen. So. Bisschen nach vorrollen, vielleicht hier hin. Na, das dauert ja auch zu lang, ne? Wenn wir die jetzt plätten. So. Da geht's jetzt ganz schön zur Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir. Mönchi, lass dich mal heilen. So. So. Bitte, da kannst du auch gleich mit angreifen. Hier geht's die Dorfbewohner an. Bitte gleich mitblätten. So. Ja. Zusammenbauen. Okay, das war jetzt echt schlimm. Ja. Ihr vielleicht noch ein bisschen. Ihr könnt da. So, fährt vielleicht noch ein bisschen in die Richtung. Wow, die Reliquie, ne? Reliquie. Wo sind denn meine Mönche? Da. Zwei Reliquien. Zwei Reliquien? Zwei Reliquien. Ja, die Schwaben haben aufgegeben. Die haben keinen Bock mehr. Aber jetzt da, ihr könnt das da noch plätten. Jawohl. Und wir gehen nach Hause. Auf damit ins Klosterle. Sehr gut. Passt, das ist besser gelaufen als gedacht. Und wir können schon wieder nach Hause gehen. Und uns stärken ein bisschen. Schön, das war ein schöner Part. Sehr, sehr lang zwar diesmal, aber wow, und meine Felder sind alle kaputt. Moment, die mache ich nochmal schnell. Wir haben jetzt zwei Reliquien. Zwei fehlen noch, ja, erstens. Zweitens haben wir das erste Volk schon besiegt. Hurra! Und drittens, wir sind einfach super. So schaut's aus. Kurz und schmerzlos erzählt, wir sind einfach super. Schön! Was schießt denn da jetzt noch? Hier haben wir neue Goldvorkommen, was auch super ist. Passt, ich bin zufrieden. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin zufrieden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!